Ja, moinsen Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part in unserer Ironman Challenge. Und ich muss euch leider was beichten. Auch wenn es wunderschön ist, im Nordend zu questen ist mir was aufgefallen. Ja, und zwar bei den Schmieden, wo wir unsere Rüstung kaufen können. Es gibt weiße Rüstung, ja, aber das Problem ist, auch wenn wir mit 58 dahin gehen können, ist die erst ab Level 70. Also werden wir wahrscheinlich zu 100% weiterquesten in einer Scherbenwelt, so wie ihr es jetzt seht. Ne? Wir werden jetzt weitermachen in der Scherbenwelt und müssen hier hoffen, dass wir dann auch ein paar Gegenstände bekommen, die wir kaufen können auf Level 60. Ja. Das ist unser Ding. So, wir nehmen die ersten Quests an. Mehr brauchen wir ja nicht. Wir müssen jetzt, also im Großen und Ganzen sollen wir uns hier bei der Guten melden und in unser neues Lager fliegen. Ne? So, Quest beenden und da kriegen wir es. So fliege er mich nach Thralmar. Gut, das ist unser Start. Ja, beim letzten Mal starten wir Nordend jetzt schon wieder in der Schermwelt. Ne? So einfach geht's. Und ihr wisst, wieso ich in Nordend gestartet habe. Weil ich Panik habe vor diesem ersten Gebiet hier. Und es ist ja immer noch aufgesplittet, ne? Von 58 bis 80 zwar. Aber das nächste Gebiet ist erst ab 60. Also Zangamarschen werden wir dann auch auf jeden Fall hinwechseln. Wir werden jeder alle zwei Level die Gebiete wahrscheinlich wechseln. Weil es gibt hier schon einige Quests, die sind schon strugglebar. Ne? Wie gesagt, wir haben ja jetzt schon hier mit dem Ali gequestet und sowas. Und ich glaube hier oben, war das hier oben? Irgendwo hier gab es auf jeden Fall fette Viecher, Elite-Viecher, die wir töten müssten. Oder diesen einen. Das Problem ist, es sind 1000 Viecher hier und wir machen die nicht schnell. Wir können die Viecher ja nicht schnell downkloppen. Und ich habe Panik um diesen heftigen Respawn-Timer, ne, den wir ja jetzt schon in den letzten Parts ja auch schon öfters mal mitgekriegt haben. Von daher werden wir die Gebiete so schnell wie möglich durchfliegen und dann mit 70 nach Nordend reisen. So, gucken wir mal. Zock, zock. So, Quest abgeben, Quest beenden. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so bekommen. Auch wenn unsere Krieger keine ebenbürtigen Gegner haben, ist unsere Stellung in diesem Ödland immer noch angreifbar. Meldet euch bei Nazgrel in der Kaserne. Er braucht gute Agenten wie euch. Wenn wir unsere Stellung hier nicht halten können, sind wir für niemanden eine Hilfe. Geht jetzt. Alles klar, Digga. Hier schön alle in Reih und Glied. Jawollo, ne? Die Horde. Jawoll. Können auch anders. So. Haben wir hier noch einen. Na, mein Hübscher. MacZack. Interessant. Lecker. Könnt ihr das fassen? Diese Orks haben... Oh Gott, mein Headset fällt mir runter. Haben mich angeheuert, um ihre beschädigten Befestigungsanlagen abzustützen und Sprengstoff herzustellen. Ist das nicht ein Traumjob? Nur zu schade, dass uns die Materialien ausgehen. Aber ein gewitzter Goblin wie ich weiß sich immer zu helfen. Ne? Andere Anhörer natürlich. Könntet ihr mich dabei unterstützen? Ich benötige ein wenig gebrauchtes Holz und Metall von den zerstörten Belagerungsmaschinen entlang des Pfades des Ruhmes. Geht dorthin und sammelt, aber gebt auf diese rothäutigen Orks Acht. Wenn ihr fertig seid, kommt zurück und holt euch eine fette Belohnung ab. Jo. Alles klar. So, gucken wir mal, ob wir hier schon was kaufen können. Ich glaube aber erst ab 60 war das, ne? War das hier schon? Nee. Schneiderlehrling. Ich glaube, hier, da wäre was. Ne, Edelsteine. Oh, wir können verkaufen, können wir. So, haben wir hier noch was, was wir hier nicht mehr weg, alles. So, hier Stoff auch weg, brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Zum Öffnen. Okay, wir können hier was öffnen. Na, schöne Blume. Oh, was? Eine Friedensblume? Toll. Ja, die behalten wir. für alles hier für die Sicherheit, ne? Haben wir hier keinen Schmied oder so zum Kaufen? Doch, da oben, da können wir mal gucken. Ne? Also in Nordend hatten wir schon ein paar Ketterrüstung. Zwar nicht alles, aber ein paar. Und da können wir mal hier gucken, ob wir hier was Tolles bekommen. Hier kriegen wir auf jeden Fall erstmal gar nichts. Dankeschön.
So, bei dem können wir gar nicht kaufen. Bei dem auch nicht. Lol, 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 wir werden verarscht. Wir werden verarscht, Peons hier. Kacke. Kann man hier echt nichts kaufen? Ich bin extra hierher gekommen, weil ich dachte, man kann sich dann hier ein bisschen was holen. Aber ich denke mal schon, dass wir das irgendwie irgendwo hinkriegen, ne? Es gibt ja mehrere Gebiete hier. So, wo wir dann Sachen kaufen können. Rüstmeister, da ist doch was. Okay. Das ist halt. Oh, warte mal, hier. Das ist blau, toll. Ich wollte weiße Sachen. Na gut. Das werden wir schon hinkriegen. Was haben wir hier? Ingenieurskunstlehrer. Bergbau. Nee, gehen wir mal hier rein. Zu unserem Questgeber und gucken da mal. Also, wie gesagt, es gibt 70er Sachen, dann wird es auch wahrscheinlich 60er Sachen geben. Wir müssen mal nur mal gucken, wo wir sie dann wirklich herbekommen. Ne? Ah, so, Quests. Auch wenn dieses Land voller neuer, unbekannter Feinde ist, ist die brennende Legion immer noch die größte Bedrohung für unsere Expedition. Einer meiner vertrauenswürdigsten Krieger, Unteroffizier Schädelbrecher, hat die Taktiken der Legion untersucht und versucht, das wahre Ziel der Legion in diesem Land herauszufinden. Ihr findet ihn bei der Versorgungskarawane außerhalb des südlichen Walls. Und Polyron hütet euch vor der Legion. Ihre Bösartigkeit darf nicht unterschätzt werden. Alles klar, danke für den Tipp. So, dann haben wir hier noch einen. Oh, guck mal hier, schön mit den Bildern hier. Geil, 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 geil. Knochenmalmer, sie sollen alle sterben. Der Anblick ihrer roten Haut und ihrer Verkommenheit bringt mein Blut zum Kochen. Ich habe einen Auftrag für euch, Boliron. Tötet die Orks der Knochenmalmer. Und sammelt ihr bösartiges Blut. Es gibt eine Apothekerin, die vielleicht herausfinden kann, wie diese Orks der Verderbnis der Dämonen anheimfallen konnten. Du bist grün, vielleicht hast du ja auch damals was abgekriegt. Denk mal drüber nach. Wie diese Orks der Verderbnis der Dämonen anheimfallen konnten. Eine Verderbnis, derer wir uns vor so kurzer Zeit erst entledigen konnten. Ah, okay, man sollte auch zu Ende lesen. Die Knochenmalmer streunen in der Nähe der zerstörten Kriegsmaschinerie entlang des Pfads der Ehre im Süden herum. Kehrt zu mir zurück, wenn euer Auftrag erfüllt ist. Alles klar. Arbeit, Arbeit. So komme ich mir teilweise vor, ne, wenn wir hier so durchlatschen. Mann, 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 Mann. So. Dann würde ich sagen, legen wir los, ne? Ah, hier, guck mal, da können wir noch die Quest holen. Gut, also ich denke mal, hier können wir zwar nichts kaufen, aber es gibt ja mehrere Lager hier, ne? Wir sehen ja, hier ist noch ein Flugpunkt, hier ist noch ein Flugpunkt. Also das sollte wohl machbar sein, irgendwo was zu finden, ne? Oh Gottes Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr macht das, ne? Also ich werde da jetzt nicht reinspringen und irgendwas kaputt kloppen. Das könnt ihr vergessen. Nö. Dann warten wir mal, bis diese Attacke da vorbei ist. So. Reiten wir mal hier rum, genau. Hier können wir die Sachen finden und da können wir auch die Viecher töten hier, ne? Die müssten wir töten. Knochenmalmer Blut, das müssen wir hier von denen bekommen eigentlich. So, greifen wir mal den ersten an und gucken mal, wie wir vorankommen hier. Aber ich denke mal, genauso schnell wie in Nordend. Nur dass da hinter uns irgendwas rumbuddelt, was mir zu nahe kommt. Alter, guck mal, wie lange wir brauchen. Holy Mamoli, Alter. Oh, das kann nicht wahr sein. Und dann laufen die noch weg. Oh, wir werden so hart aufs Maul kriegen. Oh, holy shit. Oh, holy shit. So, pass mal auf. Du bleibst jetzt hier hinten. Kick haben wir ready. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Genau. So. Nein. Nein, 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 nein. Okay, Uwe, Uwe, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Wir zünden alles, Uwe. Jetzt läuft er weg. Jetzt läuft er weg. Oh, holy shit, Alter. Hoffentlich kriegen wir das irgendwie hin. Wir können uns einmal voll heilen, Uwe. Das war's dann aber. Deswegen halte so lange durch, wie es geht. Okay. Einmal voll geheilt. Oh, okay. Uwe. Uwe.
Nein, jetzt kommen die anderen. Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh, Gottes Willen, Alter. Ugel. Wenigstens den einen noch töten. Kriegen wir das hin? Okay, den einen haben wir schon mal. Oh, Gottes Willen. Ja, er hat wieder Schutzschild ab. Holy Mamoli, Alter. Alter, Leute. Oh, Mann. Ich fand Unordnet auf jeden Fall angenehmer, aber wie gesagt, wir kriegen ja hier nichts dort vor Ort für Sachen zum Kaufen. Nein, 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 nein. Uwe, spotten. Egal, was geht hier. So, wir sammeln schnell mal ein. Und der Respawn. Ich hoffe, der Respawn kommt jetzt nicht schon ab. So, der ist down. Okay. Holy shit, Leute. Holy shit. Ey, das war mir zu spannend. So, okay. Wir gehen jetzt mal ein bisschen an das Seil. Ne, wir können eigentlich den hier noch schnetzeln, ne? Uwe noch heilen, wenn Uwe voll ist, ne? Komm, Uwe. Kicken und Attacke. Und dann sehen wir ja hinter uns, was passiert. Ey, oh Mann. Das wird jetzt, ab jetzt, Leute, ab jetzt wird's brutal. Ab jetzt wird's einfach nur mega brutal. Hoffentlich machen wir so schnell wie möglich unsere zwei Level, die wir hier noch brauchen. Um dann hier, von hier wegzukommen. Zangermarschen geht wieder, finde ich, von den Gegnergruppen her. Aber, ja, gut. Ah, gut. Nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Oh nein. Uguay. Heilung. Uguay. Heilung. Ja, hier ist seine Heilung. So, den haben wir jetzt auch down. Komm, komm, komm. Jawoll. Nice. Uguay. Oh Mann. Wir schießen ihn zwar auf oder so, ne? Ich muss mich voll konzentrieren. Es tut mir voll leid, Mann. Jetzt haut er nämlich ab. Komm wieder, komm wieder. Oh Gottes Willen, um Gottes Willen. Oh, ne. Oh Mann. So, da ist noch einer. Der ist aber schön einzeln. Den können wir wegboxen. Das ist okay. Aber Leute, ich sag's euch, also für mich reicht das jetzt schon wieder, ne? Für mich reicht es jetzt schon wieder, um zu sagen, wir machen das vielleicht in der nächsten Woche weiter. Aber ein paar Minuten machen wir noch auf jeden Fall. Ne? Machen auf jeden Fall die 15 Minuten voll. Ob wir das hier vernünftig hinkriegen oder nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt machen wir den. Es gibt ja einige Quests, die hier richtig, richtig böse werden. Ne? Das sage ich euch, das sage ich euch, Leute. Also jetzt, ab jetzt, verspreche ich euch, wird es hier, glaube ich, nicht mehr so einfach sein und ziemlich spannend werden, weil ihr habt es ja gesehen, ne? Er muss ja nur weglaufen oder einen anderen pullen oder wir hatten dann auf einmal drei Gegner. Hätten wir die Sachen alle nicht abgehabt, weil wir es vorher zünden mussten oder so eine Scheiße. Ey, 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 da müssen wir jetzt echt aufpassen. Und ich hatte schon gesagt, es wird schwer, weil es die mitleveln die Gegner, ne? Nee, jetzt wird es erst schwer. Scheiße, wa? Oh Mann, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt so eine harte Steigerung sehen werden. Aber. Mann, 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 Mann. So, die sammeln wir noch ein. Wie viel brauchen wir dann von? Da brauchen wir nicht mehr so viele von. Das ist gut. Das ist echt gut. So, wir holen den mal ran. Uwe, du bleibst wieder bei mir. Und Feuer. Genau, so machen wir das jetzt die ganze Zeit. Du bleibst einfach passiv. Da passiert eigentlich uns nichts großartig. Dann können wir die schon ranpullen und fertig ist. Anders geht's hier nicht. Wir können nicht einfach reinstürmen oder so. So. Okay, da haben wir 8. Gebrauchtes Holz brauchen wir noch ein bisschen. Da ist noch was. Da können wir jetzt rübergehen. Obwohl, den werden wir auch noch töten hier, ne? Der ist jetzt schön nach vorne gekommen. Und hier ist noch ein Holz. Yeah, respawn. Geil. Das ist wenigstens vernünftiger Respawn. Nicht so mit den Ads und sowas. Aber hier dauert es auch, ne? Da hinten ist erst wieder einer dazu gestoßen. Von daher ist das okay.
Ja, ist jetzt nicht so dramatisch. So, das ist auch der letzte Gegner jetzt für heute, ne? Danach brauche ich erstmal eine Pause. Weil erstmal muss ich erstmal durchatmen. Oh. Gut, kein Blut dabei gewesen. Hier vielleicht noch. Also, wir nutzen definitiv jetzt immer den Gastwirt hier, um so schnell wie möglich halt zu leveln, ne? Also, wir nehmen das jede Möglichkeit jetzt mit, die wir bekommen, um schneller Erfahrungspunkte zu bekommen oder um es zu steigern. Auch hier liegt auch Holz. Lol. Nice. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit, ne? Also wir müssen jetzt jeden Trick hier anwenden, um, ich glaube, nicht zu sterben, ne? Umso schneller wir jetzt hier vorankommen, umso eher sind wir aus diesem Gebiet hier weg. So, wo war er denn? Da, ne? Ich glaube. Ausrufbonus. Aktiv. So, Leute. Dann haben wir es erstmal geschafft, ne? Ja, kleine Verwirrung mit Nordend und mit der Scherbenwelt. Es tut mir leid. Ich dachte, wir könnten das locker flockig da machen. Aber nö. Wir versuchen natürlich jetzt hier zu questen, damit wir so schnell wie möglich neues Gear, besseres Gear, also, naja, besser als das, was wir jetzt anhaben, zu suchen. Und ich hoffe, das klappt jetzt alles so weit, wie ich mir das erhofft habe. Also, ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis bald.